Herzlich willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung hier bei Let's Multiplay. Diesmal mit dabei der Mercedes E-Klasse in der Version 1.1. Bei Mod-Hoster habe ich diesen schönen Wagen von außen zumindest gefunden. Und wir schalten jetzt hier nochmal kurz das HUD nochmal aus. So, Mercedes E-Klasse hat ein paar nette Funktionen. Wir können es ja mal reinsetzen hier. Sehen nochmal, dass die Blinker auch funktionieren. Links und rechts. Das ist schon mal ganz schön. Die Uhrzeit hier auf der linken Seite im Armaturenbrett funktioniert leider nicht. Das heißt, wir haben es immer kurz vor, Viertel vor vier haben wir es hier immer. Tempoanzeige funktioniert. Licht funktioniert auch. Sehen wir hier von außen nochmal. Da haben wir also eine wunderbare Animation und auch unser kleiner Spieler hier drin, den sieht man auch und er bewegt auch das Lenkrad. So, Hupe funktioniert auch, wie wir hören. So, gucken wir uns die Blinker nochmal von der Seite an, links, rechts. Ist auch sehr schön, ist hier finde ich hier die Abgase unten, also man sieht den Auspuff, wie die Abgase da raus fliegen. So, und setzen wir uns nochmal rein. Das Lenkrad funktioniert. Innen auch sehr schön designt. Gefällt mir persönlich sehr gut. So, ja. Kommen wir aber nun zu ein paar kleinen Sachen, die stören. Wir fahren jetzt hier mal vorsichtig. Hier auf den Hof rauf. Auf den Asphalt. Und auf den Asphalt. Wir sehen schon beim Lenken, er übersteuert extrem stark. Also können wir mal eben das HUD nochmal einschalten. Wir fahren jetzt hier, wenn wir mal 25-30 km/h fahren, dann geht es mit dem Übersteuern noch so ein bisschen. Aber sobald wir 60 km/h fahren und dann abbiegen wollen, schlittert er schon extrem. Und ich hatte eben gerade, ich habe das Fahrzeug einfach mal 20 Minuten hier stehen lassen. Ich habe es eben gerade schon gereinigt. Es hat mich ein bisschen gewundert, nach 20 Minuten war er schon schmutzig, obwohl er nur stand, muss man dazu sagen. Und das wollte ich jetzt eigentlich gerade mal testen, ob der jetzt auch schmutzig wird. Es gibt diesen Mercedes hier nur in der Farbe Weiß als Mod. Ist auch nicht, ist jetzt nicht so dramatisch, nicht so wild. Ah, wird er hier auch nicht schmutzig. Na, fahren wir mal durchs Feld und gucken mal, wie er schmutziger wird. Ah, einfach mal hier aufs Feld rauf hier. Ah, man sieht schon, er übersteuert extrem. So, lass mich mal schmutzig werden hier. Na, das sind schon die ersten Schmutzpartikel sind schon da. Gucken wir, dass er noch ein bisschen schmutziger wird hier. So, das andere ist halt noch, wenn wir jetzt hier drin sitzen, wir sehen hier unten die, aber das funktioniert, die Drehzahl bei 3,5 ist auch eine Automatik, weil wir kein Schaltgetriebe, ach das stimmt, das Schaltgetriebe fehlt hier vollkommen. Also Schaltknüppel, zumindest irgendwo, was ich auf Parken stellen kann oder so. Das könnte man hier vielleicht noch im mittleren Bereich der Armatur nochmal einbauen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wobei hier ist ja Up-Down, das haben wir da. Aber wo ist die Parkposition? Es gibt hier keine Paste zum Parken. Naja, also man kann sich darüber streiten, ob am Lenkrad Up-Down, also die für die Gangschaltung, ob das so passt. Ich persönlich hätte hier unten eins reingebaut. Das wäre vielleicht noch ganz schön gewesen. So, und jetzt gucken wir mal 60. Ah, hier fahren noch andere Autos rum. Ja, die stillen aber nicht so. Sieht ein bisschen aus wie ein Audi, was hier rumfährt. So, drehen wir mal um, damit wir auch nochmal, damit ich nochmal zeigen kann. Also er, wow, wo war das denn? Warte, können wir gerade sliden gerade? Ja, also das ist ein bisschen extrem heftige Übersteuerung. Der Wagen hat 204 PS und fährt maximal, ich glaube es war gerade 90 Stundenkilometer. Naja. Auch da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Und die ersten Schmutzpartikel sind jetzt hier. Ich hätte mit ein bisschen mehr gerechnet, wenn ich so durchs Feld heize. So, Hochdruckreiniger.
damit wir nochmal sehen, dass der Wagen auch sauber wird, egal woran wir halten. Also wir können ihn von allen Seiten sauber machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir sehen auch, dass er hier jetzt schön sauber geworden ist. So, ein weiterer kleinerer Kritikpunkt sind hier in dem Fall die Reifen. Müssen wir mal gucken, dass wir den Wagen nochmal hinstellen, dass man das sehen kann. Ja, also wir sehen hier, die Reifen gehen auf jeden Fall durch die Radabhängung durch. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal gelöst, das Ganze, und auch die Textur der Reifen sieht ein wenig aufgemalt aus und ein bisschen unrund, das Ganze. Also man hätte es vielleicht noch ein bisschen besser abrunden können, das Ganze. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr schöner Mod. Wir haben ja unten auch das Taglicht, das permanent an ist. Finde ich sehr schön gelöst hier. Und ja, hinten Radaufhängung hier. Sieht auch sauber aus. Allerdings ist auch da der Abstand zwischen dem Radkasten und dem Reifen ein bisschen zu gering. Und wir können hier auch noch durch das Fahrzeug durchgucken, wie wir hier sehen. Wie gesagt, man muss dazu sagen, ist die Version 1.1. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Was besonders schön ist, wie ich finde, ist hier die Anhängerkupplung. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. So. Fahren wir einfach mal hier vorne zum Händler. Nochmal hoch. Denn ich habe mir hier den Dolly gekauft. So. Und hängen wir den einfach mal ran. So, mal gucken. So, ankuppeln. So. Den haben wir jetzt dran und jetzt kaufen wir uns einfach nochmal einen schönen Anhänger. Und zwar haben wir. Wo haben sie denn da? Die Kipper hier. Nehmen wir uns mal den. Am Krampe dürfte das gehen. Achso, ne, aber den Krampe, den hier. So. So. Gucken wir mal, ob unser kleiner Mercedes, die E-Klasse hier, dann auch den Krampe ziehen kann. Also ihn ankoppeln hier. So. Dann gucken wir mal. Zack, nochmal drunter fahren hier, vorsichtig. Ankoppeln. So, das funktioniert schon mal. Sieht ein bisschen abenteuerlich aus. So. Ja. Und auch den kann er ohne Probleme ziehen. Ja, wobei er hat schon ein bisschen zu kämpfen. Gucken wir das Ganze mal in der Geschwindigkeit an hier. Aus der Innenperspektive mal. Gucken wir, was wir für eine Geschwindigkeit wir mit Anhänger schaffen. Ja, das ist schon. Ich will nicht sagen realistisch, aber es ist schon. Sehr, sehr gut umgesetzt. Rückspiegel oben funktioniert nicht, dafür funktionieren die Seitenspiegel. Das ist natürlich sehr schön. Und wir kuppeln jetzt den Anhänger einfach mal ab hier. So, na, Moment. Haben wir jetzt noch was dran? Oh, das war ein Baum. So, wir wollen mal gucken, ob wir das Ding nochmal auf Topspeed kriegen. Gucken, was hier der Topspeed so ist. Also das Lenken fällt, wie gesagt, hier sehr, 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 sehr schwer. Sieht man es auch schon. Also, wenn man Tempomaten einstellt, okay. Maximum 158 km/h, ja. Aber jeder Mercedes, der so in Schleuder kommen würde bei 110 km/h, würde aus dem Verkehr gezogen werden. Dementsprechend darf vielleicht noch ein bisschen an der Stabilität arbeiten, aber dann sieht das Ganze auch meiner Meinung nach gut aus. Optisch sehr gelungen. Technisch gesehen ein paar kleinere Feinheiten, darüber haben wir gesprochen. Und ja, gucken wir mal. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, kommentiert gerne bei Fragen und abonniert uns auch gerne. Wir werden dann in Zukunft noch ein paar weitere Mods testen. Und ja, wenn ihr selber auch noch einen Mod habt, den ihr getestet haben wollt, dann sagt gerne kurz Bescheid in den Kommentaren, dann testen wir ihn auch gerne. Und den Download von ModHoster, den packe ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung rein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay. Und ich war der Florian.